Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Tage. Vielleicht hast du dich ja schon immer mal gefragt, ey, für was ist eigentlich Warping oder Warpen in Ableton Live nützlich? Wie kann ich das anwenden und für was kann ich das gebrauchen? Und um dir diese Fragen zu beantworten, darum geht es in dem heutigen Tutorial. Und da das Thema sehr komplex ist und ich euch nicht mit einem zu langen Video langweilen möchte, habe ich das Ganze in zwei Teile eingeteilt. Im ersten Part gucken wir uns in der Ableton Live Session View eher die Funktionen von Warping an und im zweiten Teil gucken wir uns mal genau die Sample Box und die verschiedenen Warp Modi an. Und ich hoffe, du findest das Video nützlich und falls das so ist, dann lass mir doch bitte ein Like da. Und ich würde sagen, nach einem kurzen Intro legen wir direkt los. Was ist überhaupt Warping? Warping sorgt in Ableton Live dafür, dass ihr Loop, ganze Tracks oder Musikaufnahmen, Tonaufnahmen etc. synchron zu Ableton Lives Tempo, was hier oben praktisch eingestellt ist, synchron laufen lassen könnt. Das Ganze schauen wir uns direkt mal an. Wenn ihr hier in einen Clip reinklickt, dann habt ihr hier die Sample Box, die werden wir aber erst im zweiten Teil dieses Tutorials behandeln, also dann im nächsten Video. Im ersten Teil geht es hauptsächlich hier um die Clip-Ansicht und wie ihr dort Warp-Marker einsetzt, verwendet etc. Und das schauen wir uns direkt an. In der Sample Box ist der Warp-Schalter hier. Ihr seht, dass hier ist Unwarp, also nicht gewarpt. Das macht Sinn bei nicht rhythmischen Sachen wie Effekten, Sprachaufnahmen, Atmosphären, Percussions. Da verwendet man das am besten ohne den Warp-Modus. Wenn ihr den Warp-Modus aktiviert habt, könnt ihr also ein- und ausschalten. Das ist gut für rhythmische Geschichten, für Melodien und solche Sachen. Das bedeutet, dass dieser Loop ist jetzt da 120 BPM. Hier oben sind auch 120 BPM eingestellt. Und der Loop würde jetzt synchron laufen. Das hören wir uns mal kurz an. Ich ziehe mir nur gerade einen Kopfhörer auf. Und wenn wir jetzt das Metronom hier oben mitlaufen lassen, auf Loop müssten wir es noch stellen, Entschuldigung. Wenn wir jetzt das Metronom hier oben mitlaufen lassen, dann hört ihr, der Loop läuft absolut synchron zu dem hier oben vorgegebenen Tempo. So soll das sein und so soll sich das anhören. Ja, jetzt gucken wir uns mal so einen Clip hier ein bisschen genauer an. Stellt euch einfach vor, dieses Sample hier, das ist wie so ein Gummiband und ihr habt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr jetzt Warp-Marker setzt, das zeige ich euch gleich, könnt ihr mit einem Doppelklick hier oben auf diese vorgegebenen Pseudomarker machen, zum Beispiel. Dann stellt ihr euch einfach vor, das sind kleine Nägel oder Stecknadeln, ja, und überall, wo ich jetzt so einen Marker setze, dieses elastische Gummiband festgepinnt an einem Zeitlineal. Wenn ich das jetzt ziehe, dann wird immer links von diesem Marker das Gummiband gedehnt und rechts davon wird dieses Gummiband gestaucht. Ihr könnt, wie gesagt, einen Warp-Marker erzeugen, indem ihr hier oben einfach mit einem Doppelklick reinklickt. Ihr müsst nicht diese ausgegrauten Pseudomarker nehmen. Pseudomarker heißt, weil es hier auf Transienten eingestellt ist, erkennt Ableton, okay, hier sitzen irgendwo Transienten, auch wenn das nicht immer 100% genau stimmt. Und wenn ihr da drüber geht, dann seht ihr, dann ist das so ein ausgegrauter Marker. Sieht man jetzt leider wegen der Maus nicht so gut. Ihr könnt das dann halten und ziehen. Das erzeugt dann einen echten Marker. Ihr könnt aber auch hergehen und könnt, wenn ihr die CMD, also die Command-Taste gedrückt haltet und so einen Pseudomarker anklickt, dann seht ihr, dann erscheinen da rechts und links daneben auch ausgegraute Marker. Also mit der Command-Taste kriegt ihr dann auch rechts und links daneben die Marker. Und wenn ihr einen Doppelklick macht, habt ihr praktisch schon drei Marker gesetzt. Einen rechts davon, einen links davon. Wenn ihr die Shift-Taste gedrückt haltet und so einen Pseudomarker zieht, ja, dann könnt ihr den, seht ihr, an eine andere Position bewegen. Wenn ihr schon so einen erzeugten Marker hier habt und haltet dann die Shift-Taste gedrückt, dann verschiebt ihr die Wellenform unter dem Marker und nicht den Marker selbst. Könnt auch, wenn ihr hier jetzt da schon solche vorgegebenen Pseudomarker habt, hier in den Hintergrund klicken, alle soweit ihr wollt auswählen, rechter Mausklick und dann
Warp-Marker einführen. Dann fügt ihr euch alle Pseudo-Warp-Marker, die jetzt in dem ausgewählten Bereich liegen. Dort erzeugt ihr dann Marker. So kann man schnell arbeiten und muss nicht jedes Mal hier einzeln da die ganzen Marker setzen. Ja. Das geht natürlich auch umgekehrt. Ihr könnt mit der Backspace-Taste alle im ausgewählten Bereich wieder entfernen. Ihr könnt aber auch die Pseudo-Marker löschen, indem ihr einfach auf Transienten löschen geht. Zack. Und dann sind die auch weg. Machen es gerade wieder rückgängig. Wenn ihr das Ganze sichern wollt, also wenn ihr auf Speichern hier oben geht, dann sichert ihr euch das automatisch im Live-Setup. Habt ihr das automatisch im Live-Set gesichert? Wenn ihr es in der Datei selber sichern wollt, beziehungsweise in einer neuen Datei, dann müsst ihr hier auf diesen Sichern-Button hier gehen. Dann sichert ihr euch das in der Datei. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was kann ich damit jetzt genau anfangen? Und wie kann ich solche Warp-Marker denn richtig einsetzen? Und da habe ich hier mal ein paar Beispiele vorbereitet. Ihr habt zum Beispiel jetzt einen Clip. Da ist eine Stille vorneweg. Seht ihr hier? Da ist irgendwie, das wird nicht ganz funktionieren. Wenn ich da jetzt auf Warp gehe, dann werde ich immer diese Stille vorneweg hören, weil er mir den Marker an die erste Stelle gesetzt hat. Um das Ganze zu ändern, das geht relativ einfach. Ihr legt einen Marker hier rein, entfernt den ersten Marker. Das ist wichtig, dass ihr den empfängt, weil sonst könnt ihr das nicht machen, was wir jetzt machen. Und dann zieht den einfach auf die Stelle hier, wo der Takt wirklich anfängt. Geht jetzt mit dem Rechtsklick auf den Marker, über das Menü hier 1.1 setzen. Und dann seht ihr, dann ist das auch der Anfang vom Loop. Genau 3 Takte lang und jetzt habt ihr hinten die Stille. Und wenn ihr hinten die Stille wegmachen wollt, setzt euch einfach hier auch einen Marker, die Loop Break nach vorne und den Endmarker auch nach vorne ziehen. Und schon ist er jetzt geloopt und das hören wir uns gerade mal an. Und der läuft wieder ganz gerade, also dafür kann man das zum Beispiel einsetzen. Nächste Möglichkeit, die ihr habt jetzt einen Loop, der hat anstatt 8 Takte, nur 7 Takte. So, wenn ihr den warpt, passiert folgendes. Ableton Live nimmt an, dass der Loop 8 Takte hat. Also er setzt euch hier vorne einen Marker und setzt euch hier hinten einen Marker. Und wenn ihr den jetzt abspielen würdet, habt ihr hinten immer diese Stille drin. Ne? Gleiche wie vorhin. Ihr wisst ja, es sind nur 7 Takte anstatt 8. Das heißt, 1 Takt, 2 Takte, 3 Takte, 4 Takte, 5 Takte, 6 Takte, 7 Takte. Das heißt, ihr setzt euch am 7. Takt oder auf der 8, praktisch, wo der 8. Takt anfängt. Setzt euch einen Warp-Marker, könnt ihr auch noch ein bisschen genauer machen. Macht wieder den hinteren Warp-Marker weg. Geht euch das wieder hier rein. Schnell geht das, so könnt ihr Ableton helfen, das besser zu synchronisieren. Das war jetzt das Synchronisieren von Loops, die ungeschnitten waren. Jetzt könnt ihr aber auch solche Loops beeinflussen, zum Beispiel den Groove ändern oder so. Das zeige ich euch gerade mal. Jetzt hier ein Sample, läuft synchron. Nehmen wir gerade mal den anderen Loop. So. Hört ihr, läuft halt im Takt. Wunderbar. Sage ich, okay, wähle mir das hier aus, Warp-Marker einfügen, dann hat er mir überall die Marker gesetzt. Und jetzt möchte ich aber, dass der hier nicht auf der 1.13 kommt, sondern auf der 1.12. Ziehe ich mir den zurück. Der soll vielleicht auf der 1.22 kommen, der auf der 1.32, der können wir auf die 1.34 setzen und die anderen lassen wir. So, dann hören wir uns das Ganze nochmal an. So habe ich praktisch einen ganz anderen Loop schon mal erzeugt. Dafür kann man das Warping also auch sehr gut nutzen. Wenn man jetzt noch die anderen Möglichkeiten nutzt, wie das Transposing, was ich euch schon in den Videos mit den Clip-Loop gezeigt habe, dann könnt ihr euch vorstellen, was ihr da aus so einem Loop machen könnt. Okay, wir machen das Ganze gerade zurückgängig. Dann gibt es jetzt aber auch noch das Problem, ihr habt vielleicht hier einen Loop, da habt ihr eine Percussion drin. Und die sitzt nicht tight auf dem Takt. Und jetzt sagt er, okay, ich will die jetzt auf dem Takt haben, genau. Und dann
macht ihr wieder das gleiche, setzt euch hier die Marker und setzt euch hier auf den Takt, einmal da auf den Takt und dann setzt ihr jetzt genau auf den Takt. Na? Okay. Dafür könnt ihr Warping also auch verwenden. Jetzt habt ihr manchmal das Problem, ihr wollt jetzt so zum Beispiel ein DJ-Set aufnehmen oder ihr habt einfach einen langen Track, aus dem ihr euch was raussammeln wollt. Ja, und das sieht dann so aus. Also, weil Ableton normalerweise, wenn ihr das in den Voreinstellungen hier eingestellt habt, ich zeige euch das gerade mal, unter Warp Record Launch oder Record Warp Launch, kurze Samples loopen, lange Samples automatisch warpen. Ich habe das auf ausgestellt, weil ich das nicht möchte. Ich zeige euch jetzt auch gleich mal warum. Wenn ich den jetzt einschalte, den Warp-Marker, und mache das Metronom dazu an, dann hört ihr schon, das läuft nicht synchron. Ne? Und das würde passieren, wenn ich jetzt Auto-Warping drin hätte. Und das möchte ich ja nicht. Aber weil ich weiß jetzt zum Beispiel, dass der Track 118 BPM hat. Dann gucke ich erstmal, hat er mir den Warp-Marker auch auf die 1 gesetzt. Dann sehe ich schon, sitzt hier auf der 1.1.3 und klicke ich mir wieder auf die 1 hier setzen. Das ist wichtig. So, starten wir das Ganze nochmal. Läuft irgendwie immer noch nicht weit. Hört man, ne? Um das Ganze abzukürzen, ihr wisst jetzt, wie viel BPM der Loop hat. Dann geht ihr hier in diese Box rein. 118 BPM gebt ihr ein. Weiß ich jetzt zufällig, dass der Track 180 BPM hat. Und dann klickt ihr nochmal. Und schon hört ihr, läuft das Ganze synchron. Jetzt habt ihr einen Loop, der ist aus dem langen Musikstück rausgeschnitten. Dann könnt ihr jetzt, wenn ihr hier auf Warp geht, Geschwindigkeit hat er erkannt, 118 BPM, könntet ihr jetzt hier gehen, zum Beispiel Sample als viertaktigen Loop warpen. Das brauchen wir jetzt nicht, weil es ist schon ein viertaktiger Loop. Und dann würde er durch das als viertaktigen Loop loggen und könnt ihr hören, läuft wieder synchron. Ja. Ach so, sorry. Und dann könnt ihr hören, läuft wieder synchron. Jetzt passiert manchmal Folgendes. Wir gehen jetzt da hier Marker und sagen Loop aktivieren. Ja, und dann warpen ab hier Sample als viertaktigen Loop warpen. Was ist da los? Also ihr seht schon, das funktioniert nicht immer. Manchmal oder meistens ist es so, wenn ihr zum Beispiel, ich sag jetzt mal 120 BPM habt, dann macht ihr euch den auf die Hälfte, 60 BPM. Das heißt also, der Loop läuft dann, Geschwindigkeit der 120 läuft dann doppelt so schnell. Ihr müsst dann hier auf Mal gehen. Das können wir in dem Fall jetzt nicht machen. Wir machen es einfach mit Command Z rückgängig, weil der lief ja richtig. Nur, dass ihr mal gesehen habt, Ableton Live kann auch Fehler machen und die müsst ihr dann einfach auch korrigieren. So, dann habt ihr die Möglichkeit, mit den Funktionen Warpen ab hier zu warpen. Ist auch ganz einfach. Wenn ihr hier in Warping habt, nur erstmal wieder hat er das auf die 1 gesetzt. Ja, das sehe ich schon, hat er wieder nicht. Also mache ich wieder 1.1 setzen. Weiß jetzt die Geschwindigkeit nicht von dem Loop. Könnte ich jetzt hierher gehen, rechter Mausklick, warpen ab hier. Wäre die erste Funktion. Warpt er mir das erstmal ab hier auf die Geschwindigkeit, die hier oben eingestellt ist. Und da hat er auch schon erkannt, okay, der ist 118 BPM lang, 118 BPM schnell. Aber jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Ich mache hier gerade mal Stopp. Ihr habt noch eine weitere Möglichkeit, so einen Clip zu nutzen. Wenn ihr mal gar nicht weiter wisst und Ableton macht es irgendwie total weich, ja, dann lasst ihr den Warp erstmal ungeloopt drin. Lasst den laufen. Und dann hört ihr schon, passt nicht. Und jetzt tippt ihr hier oben das Tempo ein, über das Tab Tempo. So, lassen wir das mal. Dann geht ihr her, klippt ihr auf Warp und dann geht ihr hier auf den ersten Marker. Warpen ab hier beginnt mit dem Tempo, was ihr oben eingegeben habt. Und dann hat er eben live wieder erkannt, der ist 118 BPM. Und das würde wieder perfekt zum Beat laufen.
könnt das hier oben natürlich noch regieren, indem ihr die 118 eingebt und dann läuft es ganz genau. Noch eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt hier nochmal auf Warp geht, beginnt ab hier mit 118 machen oder beginnt ab hier mit gleichmäßigem Tempo oder warpen ab hier. Diese vier Funktionen habt ihr. Das machen brauchen wir aber jetzt nicht machen, weil das hat ja gestimmt. Also falls mal irgendein Algorithmus von Ableton nicht so genau ist, wie ihr das gerne hättet, probiert mal die verschiedenen Warp-Modi aus, springt auch ruhig mal durch den Track und guckt euch genau an, sitzt denn der Beat oder was auch genau auf dem Takt. Ja, manchmal hört so eine Hälfte vom Track oder so nach einem Break, da passt es einfach nicht mehr, das könnt ihr alles korrigieren mit diesen Funktionen. Ja, jetzt habt ihr noch eine Möglichkeit, zeige ich euch gerade hier noch. Ihr habt jetzt einen ungewarpten Track und ihr wollt den jetzt da wieder warpen oder auf ein gewisses Raster setzen oder ihr möchtet ganz viele Marker auf einmal. Ihr seht ja hier, jetzt könntet ihr natürlich den ganzen Track markieren oder wie auch immer, aber da gibt es eine viel einfachere Methode. Entweder über Command U oder rechter Mausklick in Sample, quantisieren oder über Shift-Command-U Quantisierungseinstellung. Ich will das nur mal ganz kurz zeigen. Ihr könnt jetzt da hier einstellen, ob ihr das auf ein Viertel, ein Achtel oder jegliches Raster haben möchtet. Und so wie ihr das hier einstellt, so setzt ihr euch jetzt Warp-Marker. Da seht ihr schon, auf einmal sind da ganz viele Marker drin und die hat euch jetzt immer auf ein Vierteltakt gesetzt. 1, 2, 3, 4. So könnt ihr natürlich schnell mal ganz viele Warp-Marker setzen. Wenn ihr das nicht wollt, macht es wieder rückgängig. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will das nur quantisieren, dann macht ihr das mit Command U und dann habt ihr das gleiche Ergebnis. So könnt ihr schnell ganz viele Marker setzen. So, dann kommen wir nun zur Multiclip-Bearbeitung. Ihr könnt also auch mehrere Clips gemeinsam warpen. Den ersten anklicken, sodass die Clip-Ansicht aufgeht. Dann Command-Taste gedrückt halten. Den nächsten und den nächsten. Und dann seht ihr, hat er drei markiert. Ihr habt hier die Auswahl, die ihr ändern könnt. Dann könntet ihr jetzt hier Warp-Marker setzen. Und den zum Beispiel dahin verschieben und den dahin verschieben. Und wenn ihr jetzt da hier wieder rausgeht und in die Clips guckt, die haben die alle drei an der gleichen Stelle Marker verschoben. Im nächsten Tutorial gucken wir uns dann, wie gesagt, diese Seite hier an mit den einzelnen Warp-Modis, was sie bewirken, wo man die am besten einsetzt.